So, Frage, wofür der Warentransporter hin? Da sind wir hergekommen, da. Dieser Warentransporter führt direkt zum Aufstiegszoll vom Hochboot nach Elysium. Aber wie es aussieht, ist der Verladevorgang abgeschlossen. Boppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Ja, Items haben wir leider keine im Inventar. Wir haben hier auch nur drei Bilder. Ich fürchte, wir brauchen hier erstmal Items. Was ist das da unten? Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ja? Siegal erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Schade. Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet für Siegal. Dieser Verräter. Dann lassen wir erstmal Poki zu Wort kommen. Spannende Szene. Da möchte man eigentlich kaum unterbrechen. Nur so viel. Ich habe tatsächlich sehr lange darüber nachgegrübelt, wer der ideale Gegenspieler für Rufus hier in dieser Szene sein sollte. Es gab wirklich mehrere Möglichkeiten. Und zwar geht es in dieser Szene, wenn man es mal runterbricht und entblättert, geht es tatsächlich um den Standpunkt der Deponianer. Und zwar quasi diese Kleinbürgerlichkeit des oder diese Horizontlosigkeit, also das nicht loswollen, nicht aufbrechen wollen, was halt Rufus von Anfang an entgegenwirkt. Also Rufus möchte ja nach Elysium von Anfang an und er wird halt ständig von Gestalten wie Tony oder Wenzel oder eben auch seinem Vater, also Captain Siegel, runtergezogen. Und ich hatte halt alle drei in der engeren Auswahl der Nominierung. Wer tritt dann hier als General auf, um halt Rufus zu sagen, nein, deine Pläne sind halt Phantasterei und wir haben hier eine ganz einfache Lösung. Wir pusten halt Elysium vom Himmel, was natürlich erstmal sehr grausam klingt, aber auf den zweiten Blick sogar noch viel grausamer wird, weil was sie eigentlich vorschlagen ist quasi, das Symbol für, es geht irgendwie weiter, es geht noch irgendwo hin, es gibt irgendwo halt einen besseren Ort, quasi das Symbol der Hoffnung wirklich vom Himmel zu jagen. Dann sind zwar alle halt irgendwie am Leben, aber niemand hat mehr ein Ziel. Das ist eine sehr gruselige Vorstellung für mich. So sehr ich halt auch das Vorgehen der Elysianer auf der anderen Seite kritisieren muss, das wird an anderer Stelle diskutiert. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante dramaturgische Gegenüberstellung, die irgendwo im Spiel passieren musste. Hier findet sie jetzt übrigens ihren Höhepunkt und wird halt nicht nur im Kopf, sondern auch in der Tat quasi versucht auszudiskutieren und im Gameplay. Und ihr könnt alles spielen. Und das ist die Szene. Und deswegen unterbreche ich sie jetzt. Geht mal zurück zum Spiel. Okay, gut. Da können wir nicht quatschen, wir können aber hier mal Doc anquatschen. Komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Siegal hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet. Ja, ja, okay. Sie steht auf Siegals Seite. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Siegal erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Vielleicht können wir ihn ja diesen Abdruck hinter... Siegal erwartet, aber... Ja, ist ja gut. Siegal erwartet, aber... Siegal erwartet... Sie steht auf Siegal... Schade. Es ist ein Symbol für mein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass es dreckig wird oder gar kaputt geht. Schlimm genug, dass da dieser Kaffeerand drauf ist. Und das Loch in der Mitte. Und dass es an einer Ecke bereits voll... Achso, okay. Ich bleibe dabei. Jedenfalls ein... Ja, sehr gut. Boah. Gott, 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 Gott.
Können wir das... Ach nein, das können wir ja nur dem Rufus geben. Moment, wir machen mal die ganzen Bildchen darüber. Und dann noch darüber. Vielleicht kann ja der Rufus damit was anfangen. Erstmal können vor Lachen. Wie ist sie denn? Wow, die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu Goldie runter? Und auf diese Frage habe ich aktuell leider auch keine Antwort. Goldie wieder groß werden lassen. Ja, vielleicht können wir ja den Typen spielen. Oppenbot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel rein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Damit stehe ich wohl wieder ganz am Anfang. Moment mal. Wir haben hier ja Bildchen. Die können wir ja theoretisch dem Rufus da mal geben. Jetzt mal nur so rein hypothetisch. Wir haben jetzt hier Bildchen im Inventar. Können wir das Ding theoretisch auf das Fass draufpappen? Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Oppenbot zieht sich an. Das obwohl... Ich mache ihn lieber. Er ist so, aber immerhin ein... Er würde mich... Hallo? Oppenbot zieht sich und das obwohl... Ist da jemand? Hallo? Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Nein! Wo ist die jetzt denn? Ach nee. Super geil. Hinter Goldie her. Geil. Aha, da ist ein Strudel. Gut, wir gehen mal da rein. Ja, verdammt, komm. Halt dadurch. Worauf warte ich noch? Ich muss Goldie hinterher. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Na, Toilettenspülung. So. Das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. War das ekelig, aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Gut. Der hockt immer noch hier. Wo ist der da?
Gut. Wir haben hier offenbar... Ah, da haben wir einen Knopf. Wir können da hin. Da ist es als letzt. Was für ein... Ja, hatten wir vorhin schon mal. Knopf drücken. Falsch rum gedrückt. Rufus. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Gut, den bräuchte wahrscheinlich eine Datasette. Das Fass können wir uns nicht anschauen. Gut, ab die Post. Nicht ohne die Aufstiegscodes. Ja, gut. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Was ist das? Paravent. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Na dann, viel Spaß beim Besenfressen. Ja, jetzt können wir endlich mal das ganze Zimmer sehen. Ja gut, das stimmt. Das haben wir vorhin kurz auch gesehen, dass hier Argus reingeschaut hat und Cletus verhaftet hat. Ihr dachtet doch nicht etwa, dass wir diesen aufwendig gestalteten Screen zu sehen bekommen, ihn aber später nicht noch einmal besuchen. Nein, 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 weit gefehlt. Denn dieser Raum, ich kann es ja schon mal andeuten, dient als Bühne für die letzte Entladung meiner Verwechslungskomödie. Stimmt gar nicht, ist nicht die letzte, aber eine der komplexesten oder komplexeren. Genau, das werdet ihr gleich sehen. Ich bin nur froh, dass hier an dieser Stelle Simones Grafikerteam schon wahrscheinlich viel zu müde war, weil dieser Screen sehr weit hinten in der Hierarchie steht, beim Aufnehmen der dafür erforderlichen Animationen, um wirklich effektiv noch widersprechen zu können. Die haben einfach alles nur noch aufgeschrieben mit einem traurigen Kopfschütteln und haben gesagt, okay, ah ja, ja, ah, okay, das auch noch, oha. Ja, sehr viele Animationen in diesem Raum. Und krass, dass wir die alle zusammen geskriptet bekommen haben. Eine kleine Verneigung vor Simon. Guten Abend. Meinzelmännchen-Style. Also der Rufus... Ja, der rutscht immer noch. Gut. Der Rufus steht hier und wartet. Da können wir leider nichts machen. Dann eiern wir halt mal hier rum und gucken, was das ist. Paravent, der gehört gefeuert. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Könnte passieren. Was ist das da unten? Diktiergerät. Aha. Argus, sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Ach, so eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Ja, ist ja gut. Na geil. So, was machen wir da? Unter den Schreibtisch. Was jetzt? Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Nice.
So, was machen wir jetzt? Wir haben da... Oh, ein Alarm aus. Ein Schreibtisch. Ein Argus. Ist das jetzt Argus oder ist das jetzt Klitas? Ich blick so langsam nicht mehr durch. Ich verstehe das langsam nicht mehr mit den ganzen Klonen. Das ist verwirrend. So. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Okay. Hm, nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Niemals! Dann kann er den Tresor öffnen und alles ist im Eimer. Okay. Aha. Was war das? Schon besser. Das geht auch unauffälliger. Konzentriere dich, Rufus. Jetzt ist nicht die Zeit für die üblichen Eseleien. Okay. Warum kann ich das nicht machen, ne? Mann, Rufus. Vielleicht einfach das Bild mit dem Fenster kombinieren. Konzentriere dich. Jetzt ist... Oh, ist ja gut. Diktiergerät ans Fenster. Konzentriere jetzt ist... Scheiße. Ey, wieso kann ich Pogi nicht anklicken? Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasettette. Süß. Ha, Mensch. Oh Mann, wieso kann ich Pogi da nicht anklicken? Das müssen wir noch irgendwie nachholen. Ah, genau. Leeres Diktiergerät da auf den Schreibtisch. Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich beim Barte des Propheten? Langsam werde ich mir schugge, als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Sprich mit mir! Was war das? Hast du gehört? Sprich schon besser! Hm. Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasettette. Süß. Konzentriere dich. Sprich mit mir. Hast du gehört? Nein. Sprich mit mir. Das geht auch unauffälliger. Ali, hallo. Sprich mit mir. Hm, nichts. Das liegt wohl daran, dass der... Hast du gehört? Sprich! Ja, jetzt halt doch die Fresse. Das wäre erstens extrem verdächtig und würde zweitens zu überhaupt Ali, nichts führen. Können wir da irgendwie rüber? Können wir irgendwie Sprich da... mit mir! Okay.
Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Okay. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbott? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbott? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Ja, Herrschaft. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo?